Nee, ich jag erstmal den Busch da hinterher. Erstmal den Busch jagen. Wildbeeren! Cool, wir kriegen ganz viele Wildbeeren hier. Nochmal zwei Wildbeeren. Okay, da oben ist schon wieder Gestrüpp, also kommt man nicht durch. Oh, hier ist schon wieder so ein Gebetsding, ne? Du hast dich nicht erfolgreich mit dem Willen dieses Teiles verbunden. Was das Teil auch immer war. Teich des Paktes. Enemine Mist, ich rappel in der Kiste. Enemine Mac und ich bin weg. Was durchgestrengt ist, ist doof. Ich nehme das mit den drei. Wow, es war quasi ein Rätsel. Wie rum muss man die aktivieren? Bring dein Opfer da, um einen ewigen Pakt mit diesem Teich zu erschließen. Oder geh einfach wieder um. Oder geh einfach wieder. Teich des Paktes. Ja, okay. 10.000 Ocken. Ja, super. Und einmal würfeln. Alles umsonst. Leichtes Echo. Gottes Segen oder Ernte, was du säst. Wir würfeln mal. Und bekommen eine 3. Ernte, was du säst. Und wir säen wohl ein Arbortianischer Rindereintopf. Den habe ich gesät. Okay, gut. Und nochmal Würmark. Die Würmark. Wer kennt sie nicht? Aus dem guten Würreich. Okay, wir laufen also da lang, weil. Ja, der Hirsch ist ja auch da lang gelaufen. Golden Light? Was ist denn jetzt los? Einer Trank? Tralla. Ich habe doch gar nichts. Ich hab doch gar nichts gesammelt, oder? So. Gibt es ja auch versteckte Dinge. Guck mal, hier ist eine Kiste. Eine Kiste. Da ist eine Kiste. Guck mal, 20.000 haben wir wieder gekriegt. Meine Herren, da ist jemand. Up ahead along the Ich road, hab den ja nicht you catch sight of a wood elf silhouette. Weiter vorne an der Straße erblickst du die Silhouette eines Waldes. Waldelfs. Der erste Nie ist so geil. Wisst ihr das eigentlich? Ist so geil. Mega. Grüßen. Ja, nee, kann ich nicht einfach weiterlatschen? So, lalala, hab dich nicht gesehen. So, was, wer bist du denn? Nein? Warum? Warum muss ich den jetzt grüßen? Ich meine nur, bin ich dazu verpflichtet? Muss ich ihn grüßen, den ich sehe? Denk mal, du gehst durch die Stadt und grüßt jeden. Alter, dann halten die dich hier alle für bekloppt. Ist so, ist so. Guck mal, da ist auch ein Husten. Ich weiß nicht, ne, so ansteckend oder sowas. Immaterial. That's odd. Were you just here? Das ist seltsam. Warst du gerade hier? Ich war hier nicht. Also, nein. Did you see a golden light? A dazzling flash of golden light and a golden deer just where you stood. Hast du ein goldenes Licht gesehen? Kann ich auch ganz gut. Einen blendenden goldenen Lichtblitz. Und ein goldenes Reh, dort wo du gestanden hast. Dieses goldene Licht brauchte mich hierher. Brauchte. Es brauchte mich hierher. Genau, meine lieben Freunde, es brauchte mich hierher. Ich habe keine Ahnung, was du sagen willst. Ja, sagen wir die Wahrheit oder sagen wir, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt die Frage. Ne? Es wäre ja nicht gelogen. Also, ich habe auch keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Aber ja, goldener Blitz. Ja, dieser. Aber ich meine nur, dass das könnte wieder verdächtig klingen, ne? Wenn wir sagen so, ja, das war unser schönes Goldreh, das hat hier uns gerade hergebracht und da hinten ist übrigens die Goldfee und ja, guck mal da, vielleicht kriegst du ein paar Taler oder so.
Ich weiß nicht. Ist immer so eine Frage, ne? Was sagt man denn jetzt so? Die Wahrheit und wirft mehr Fragen auf? Oder sagen wir, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was für ein Reh? Gold? Ein goldenes Reh? Habe ich nicht gesehen. Wir haben es ja gesehen, ne? Also, wie wir es gehört haben. Na komm, wir versuchen mal die Wahrheit. Es ist, es... You try to talk, but your throat feels choked by muddy water. Only strange single-syllable sounds emerging. Du versuchst zu sprechen, aber deine Kehle ist voll mit schlammigem Wasser. Nur seltsame, einsilbige Geräusche kommen hervor. Hurt! Meine Stimme! Ich hab doch weiter gesagt. Oh, du! Hurr! Kuh! Rrr! Bitte was? Could it be? You cannot speak. Kannst du eventuell nicht sprechen? Nicken. Are there any other... any other symptoms besides your throat? Any dizziness or blurred vision? Gibt es außer deinem Hust, Hals noch andere Symptome? Ist dir schwindelig oder ist deine Sicht verschwommen? Oh, das ist ein Heiler. Weiter nicken. Andere Symptome? Ich glaube, das Nick-Symptom. Ich habe das Nick-Symptom. It seems you've been afflicted by the forest death's poisonous mist. Ich sage, ich kann das. Ich muss nur die Raucherlunge rauslassen. Es scheint, als hätte dich der giftige Nebel des tiefen Waldes heimgesucht. Okay, Nebel in der Wald. But don't fret. I happen to have a polygar potion. Just take it, and you'll be fine. Aber keine Sorge. Ich habe zufällig ein Polygar-Medizin. Nimm ihn einfach und gut ist. Wow. What? Hier haben wir die Poly... Ein Trank, der aus Polygar hergestellt wird. Er kann die Vergiftungen heilen, die durch den giftigen Nebel des Waldes verursacht werden. Ein wertvolles Quest-Relikt. Na toll, wieder für die Quest, ey. Nimm den Polypropylon-Trötenpöten-Trank. In the blink of an eye, a blistering sensation washes through your mouth and nose, escaping the top of your head. Sofort strömt es dir scharf durch Mund und Nase und dein Kopf fühlt sich wieder frei an. Elvis? Ah, ein Stadtmensch. Elvis? Wow, unglaublich. Uiuiui, trollolol, ich möchte ihn auch mal haben, wenn ich erkältet bin. Ich kann sprechen. Auch der schwarze Nebel ist verschwunden. Schwarzer Nebel? Schwarzer Nebel? That's good. Das ist gut. Vielleicht sollte er auch mal so einen Trank nehmen, ne? Dein Husten. Geht es dir gut? Aber dieses Kraut solltest du nicht auch etwas davon nehmen? Siehste? Siehste? Als wäre der Charakter auf mich zugeschnitten worden. Verdächtnisverlust und Fürsorge, alles da. Have no fear. My home is just a stone's throw from here. I'll just head back. Keine Angst, mein Zuhause ist nur einen Steinwurf von hier entfernt.